Hier ist schon 3 Stunden, ja? Jetzt kann ich das auch verstehen, aber wir passen schon seit 2 Stunden und wir haben nicht einmal. Man hat absolut recht, man nur eine Verstärkung. Hallo. Wir gehen uns checken. Zimmernummer? 526. Und ich muss noch bezahlen. Somehow I knew that he could ruin me. So, wir sind auf dem Weg zurück. Nach Wien geht's jetzt. Der Flug wird schon wieder verschoben. Also wir hatten eine Stunde Verspätung beim Hinflug. Und jetzt haben wir 15 Minuten Verspätung beim Rückflug erstmal. Ich hoffe, das ändert sich noch. Oder beziehungsweise ändert sich nicht mehr allzu drastisch. Ich freue mich auf jeden Fall auf zu Hause. Und ja, auf geht's, würde ich sagen. Wir sitzen jetzt hier am Gate seit, ich glaube, einer Stunde und der Flug sollte vor einer halben Stunde, glaube ich, losfliegen und mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass er in einer Stunde boardet, das heißt 2 Stunden Verspätung dann gesamt in etwa und das Problem ist, unser Flieger steht da hinten, also der ist nicht das Problem, sondern wir haben keine Crew, es gibt keinen Piloten und nichts. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Geht endlich was weiter. Wir sollten jetzt eigentlich gerade in Wien gelandet sein. Achtung, wird dringend auf für Was passiert da? Ich erzähl, was gerade passiert ist. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Es ist irgendwie, es sind Leute eingestiegen, dann sind die wieder rausgekommen, weil der Flieger nicht aufmacht. Und jetzt schreien die sich da alle an. Ich will doch nur nach Hause. Ja? Ja. Sehr hier. Bitte lass uns das gewesen sein. Bitte lass uns einfach heimfliegen. Wurde heute unsere Kabinenbesatzung ausgetauscht, weil die Kabinenbesatzung, die sie eigentlich nach Wien begleiten sollte heute, den gesetzlich-zeitlichen Rahmen überschritten hat, ihre Arbeitszeit. Dementsprechend durften sie halt leider nicht mehr nach Wien weiterfliegen. Und wir mussten eine neue Besatzung, eine neue Kabinenbesatzung hier beschaffen. Das hat leider rund 45 Minuten gedauert. Das zweite Problem liegt an den Gewittern, die momentan in ganz Europa hier verstreut sind. Dementsprechend werden die Flugzeuge etwas anders gestaffelt. Es kommt zu Verspätungen. Und es werden sogenannte Slots verteilt. Das heißt, das sind vorgegebene Abflugzeiten. Die vorgegebene Abflugzeit, die wir dann spontan bekommen haben, liegt momentan in ca. 45 Minuten von jetzt an. Das heißt, deshalb haben wir sie auch etwas später hier an Bord geholt, weil die sicherlich
im Terminal sich besser beschäftigen können, als hier an Bord eine Stunde lang zu sitzen. Wir werden versuchen jetzt den ganzen Vorgang etwas zu beschleunigen. Wir stehen in Kontakt mit der Flugverkehrskontrollstelle in Brüssel, damit wir hier eine Verbesserung erreichen. Soll das nicht der Fall sein, wenn wir in ca. 25 Minuten hier die Triebwerke anlassen dürfen und dann zur Startbahn rollen. Ich hoffe, trotz dieser Ereignisse fühlen Sie sich wohl an Bord und ich hoffe, Sie haben einen angenehmen Flug später. Vielen Dank. Bester Flug ever, Eurowings. 10 out of 10. Hätte nicht besser kommen können. Oh Gott. Ich merk's, ja. Ich merk's. Ha? Ja, ich weiß. So, ich bin jetzt endlich zu Hause und ich habe gerade den Vlog von gestern hochgeladen, weil ich jetzt ja Internet habe. Es ist übrigens jetzt 20.36 Uhr und ich bin vor circa 40 Minuten nach Hause gekommen. Der Tag heute war so unnütz, einfach nur wegen diesem dummen Flug, weil der so lange sich verzögert hat. Also wir waren irgendwie mehr als 3 Stunden verspätet und dann konnten wir auch noch nicht landen und es hat so hart geregnet. Ich habe richtig lange nach Hause gebraucht, war alles nicht so nice. Und ich habe auch gerade den Vlog hochgeladen und habe eben gemerkt, dass das Grading total scheiße war, weil mein Laptop keine Farbtiefe hat. Also der zeigt keine richtigen Farben an. Das ist alles überbelichtet, was ich in dem einstelle. Und ist halt blöd, ne? Deswegen, sorry, falls das Grading das Color Grading gestern vom Vlog ziemlich schlecht war. Ich habe mir Mühe gegeben, dass es nicht mehr vorkommt. Aber garantieren kann man es natürlich nie, ne? Und ansonsten war es das eigentlich so ziemlich für heute. Morgen wird das Video dann gedreht, was ich schon am Freitag, glaube ich, war das, angekündigt habe. Also für euch Samstag. Und da freue ich mich schon mega drauf. Ich glaube, das wird cool. Ich hoffe nur, dass das Wetter mitspielt, weil wenn es heute so aussah, morgen soll es aber angeblich schön werden. Also ich hoffe, dass das immer noch der Fall ist. Und ja, dann war es das so circa für heute schon wieder. Wirklich produktiv sein kann ich jetzt auch nicht mehr.
Tag ist eigentlich gelaufen. Danke nochmal Eurowings dafür. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder.